So, meine Freunde, ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende und dieses Mal wird es wahrscheinlich erstmal die letzte Folge Secret World Westbalkan DLC, was ja wirklich bald kommen sollte. Und ja, wir sind nochmal in Serbien, ganz genau werde ich euch das mal zeigen auf der Karte. Und ja, schauen wir mal. Wir sind, wie gesagt, noch nicht in Serbien. Wir werden aber diesen Weg Richtung Serbien reinfahren. Danach gucken wir vielleicht nochmal ganz genau auf die Flycam. Ja, was wir da noch irgendwie sehen. Und dann denke ich, haben wir alles gesehen. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gezeigt habe. Es kann durchaus möglich sein. Ich weiß es nicht. Trotzdem würde ich sagen, lasst es einfach mal losgehen. Wir sind natürlich wieder mit Dotik sein LKW unterwegs. Und Cottbusser Nummernschild. So muss es sein, ne? Ja, ja. Okay, das ist jetzt aber kein richtiger Weg. Aber ich finde sowas, was ich jetzt hier sehe, total cool. Oh. Ja. Also es ist kein richtiger Weg, den wir hier langfahren, ne? Das werden wir gleich sehen. Da vorne ist nämlich über die große Europabrücke ist dann eigentlich Feierabend. Und hier sehen wir, was sehen wir hier? Und zwar die Polizei. Komm. Ja, Däumchen könnt ihr da lassen. Morgen bin ich wieder live, nur mal so eine kleine Info. Und falls ihr noch irgendwas gefunden habt in der 1.48.5, dann könnt ihr es gerne in die Kommentare reinschreiben. So, dann lass uns einfach mal eine kleine Runde hier drehen. Und ich muss ja wirklich sagen, Serbien ist ziemlich groß. Also so, da werden wir viel, viel unterschiedliche Landstraßen auch fahren. Und gerade auch so mit den Häusern, dieses osteuropäische, trotzdem noch westliche. Ja, also das damalige Jugoslawien hatte ja wirklich das Privileg, auch ja, westliche Güter zu bekommen. Also mehr, wie zum Beispiel die DDR zur damaligen Zeit. Und guckt euch das landschaftlich an. Einfach schön. Ja, muss man sagen, Serbien oder noch nicht ganz Serbien, ja, aber die Region, die hier SCS gestaltet hat, sieht sehr, sehr hübsch aus, ne? So, die X'e werden dann auch nach und nach wieder bei mir verschwinden mit den einzelnen Mods, aber jetzt lasse ich es nochmal drinnen. Das werden wir auch, wenn das DLC raus ist, auch mal angucken. Ach, hier, auf der Auflieger ist hier von Dotek, ne? Grüße gehen raus. Ich warte immer noch auf die Unimog. Und ich weiß nicht, wie weit, weil ich ja auch immer wieder gefragt werde, was ist jetzt eigentlich mit dem Innenraum? Wird das jetzt nochmal überarbeitet? Ganz ruhig, Freunde, ganz ruhig. So, dann sind wir jetzt erstmal, ich glaube, ist das hier Ungarn, ne? Ungarn müsste es sein. Wir fahren jetzt von Ungarn über den Grenzübergang. Ach, die Polizei verfolgt uns jetzt. Die hat mit dem Maximus noch ein Hühnchen zu rupfen. Und jetzt fahren wir einfach mal hier schnell rüber. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob ich hier schon mal war. Ich sehe nachher auch nicht mehr so richtig durch. So, LKW-Spur, finde es auf jeden Fall gut, dass es unten auf dem Boden nochmal kenntlich gemacht wurde. Und jetzt geht es erstmal zur allgemeinen Passkontrolle. Ja, ich habe da mir ja mit Mickey Mouse Bildchen drin und dann sollte das alles gehen. Ach, Grenzen sind offen. Gut, gute Fahrt, sagt er uns. Ah, so eine Einblendung hier, willkommen in Serbien oder sonstige Sachen, wäre ganz angebracht. Ja, muss ich wirklich sagen, dass man auch mal so sieht, wo man ist. Also so wie die Pro-Mods das macht. Finde ich, wäre cool. Ne? Aber ich glaube, ich bin hier schon mal lang gefahren. Oder wir haben das mit der Flycam angeguckt. Das ist natürlich möglich. So, die LKW-Spur scheint hier drüben zu sein, ja. Wir müssen hier rüber, LKW-Spur. Die Gebäude sind in Serbien noch nicht dargestellt. Aber Police Officer, der ist auf jeden Fall hier. Ja, und freut sich auf jeden Fall, dass er... Nein, der freut sich auf jeden Fall, dass er uns jetzt hier... Was hat er hier am Hals? Der scheint ein bisschen hohl zu sein, ne? Gut, alles klar. Dann geht's weiter. Ja, das kommt natürlich dann alles noch, ne? Großteil haben ja die Leute von SCS hier schon drin. Vieles haben wir noch nicht gesehen, auch was wir vielleicht hätten sehen können, aber uns nicht aufgefallen ist. Wir werden, wie gesagt, zum Schluss dann nochmal ganz kurz... Ach hier, machen sie Schleierfahndung, ne? Schleierfahndung machen sie. werden wir
leicht entweder heute noch mal ein bisschen rumfliegen oder beim nächsten Livestream. So, gut, lass uns erstmal ganz kurz fahren hier. Schön die Landschaft, mal auch aus dem LKW, so eine schönen geschlängelten Landstraßen. Das ist voll mein Ding. Muss ich wirklich sagen, wie viele Kilometer bin ich da eigentlich schon mit dem LKW gefahren? Über 2.500. Hui. Sehr fein. Schön. Ja, sehr, sehr schön. Ja, morgen bin ich dann wieder live und gucke ich mal, was ich am Montag mache. Welches Spiel? Vielleicht machen wir weiter mit Cyberpunk. So, oh, der Müll liegt hier auf der Straße. Das ist ja das, was SCS, wir haben gerade die Verkehrsschilder gesehen, dass die zweisprachig, ne? Einmal in Kyrillisch und einmal in Parschin, ja. Ich glaube, das soll alles das Gleiche bedeuten. Nicht jeder kann ja Kyrillisch und daher hat ja auch SCS gesagt, gibt es ja auch Beschilderung, die dann quasi für alle beiden, also das, nee, wie heißt die Schriftart? Naja, ihr wisst schon. So, hier ist jetzt was. Und jetzt frage ich mich, warum hat man hier das so gelassen? Ja, ich bin mir nicht sicher, warum die das so gemacht haben. Ich fahre jetzt einfach mal hier so lang, geht aber nicht. Das wird wahrscheinlich beim Release wegkommen. Ich will euch aber noch was anderes zeigen. Und zwar, wenn man hier oben lang fährt, weil das ist ja definitiv nicht alles. Die Straße ist gesperrt. Weil hier hinten gibt es noch ein großes Holzwerk. Und das ist wirklich sehr, sehr beachtlich. Ach, Treckers fahren auch rum. Gucke an. So, großer Industriepark. Hier können wir unsere Fracht abholen. Hier sind die, ja, Bretter. Das Sägewerk. Und hier draußen haben wir noch eine Position zum Laden. Das wohlbekannte Timberwerk. Das, was wir ja im groben und ganzen ja schon kennen. Ne? Das kennen wir hier. Da brauchen wir nicht großartig ja, nochmal angucken. Ich wollte es euch nur zeigen, dass wir hier so ein großes Holzwerk haben. Sieht immer noch toll aus. Ja, und man kann natürlich nicht alles irgendwie komplett neu machen. Ne? Ich will jetzt mal schauen, ob ich hier hinten noch einfach so lang cruisen kann. Ja, scheint so, dass ich zwischen die Holzbalken fahren kann. Sag mal, warum ist denn jetzt mein Lenkrad auf einmal so schwer? Boah, das ist irgendwie ganz schön schwer. Boah, was ist denn hier los? Ah ja, gut. Okay, geht jetzt irgendwie ein bisschen schwerer. Oh ja, wir können auf jeden Fall hier komplett abfahren. Das ist gut. Oh. Keine Ahnung, hat sich irgendwas jetzt umgestellt, dass es jetzt so schwer geht. Gut, dann cruisen wir nochmal die andere Richtung. Vielleicht sollte ich da nochmal an den Einstellungen gucken, kurz Pause machen. Ah, hier, sieht das nicht schön aus, wenn wir jetzt hier so runterkommen? Und da hinten die Häuser, dann fährt man hier so runter. Er knallt hier irgendwie manchmal. Das muss ja an dem Spiel hier irgendwo liegen, dass er jetzt irgendwelche Einstellungen geändert hat. Naja. So, auch hier die NADA-Tankstelle. Sehr hübsch. Also muss ich wirklich sagen, das ist eine schöne, schöne Tankstelle. Auch hier solche Gimmicks hier. Wenn wir das jetzt einfach mal so angucken. Wir haben hier so ein so ein Hof hier, oder besser gesagt, so eine Auffahrt. Hier steht der Trecker, hier stehen so ganz viele kleine Details rum. Ja, man muss auch mal schauen, gibt es hier irgendwelche Easter Eggs? Nee, gibt es nicht. Deswegen fahren wir jetzt weiter. Und hier die Felsen, ey, ist das nicht herrlich? Fein. Und man versucht immer so die Auffahrten noch ein bisschen kenntlich zu machen. Und das. Das kennt man irgendwie, ne? Diese Häuser, die nicht verputzt wurden, die einfach dann ja, so sind, ne? Hier diese kleinen Auffahrten. Schade, dass man die nicht hochfahren kann. Kann man den LKW mal hinstellen. Gut, gut. Okay. Jetzt sind wir gleich in einem Bereich. Jetzt ist das Lenkrad wieder weicher. Hier geht es auch nicht lang.
Und ab und zu steht da ja mein Auto einfach so rum. So muss es sein, ne? Okay, es denke ich mal, dass hier, also wir werden sicherlich in dem Bereich Westbalkan ganz, ganz viele Sigurd bestimmt haben. Eines der beeindruckendsten Sachen ist natürlich hier diese Straße. Und ich glaube, das haben wir schon mal angeguckt. Diese Straße, wo hier quasi, wer ist das letzte Mal lang gefahren? Ich bin mir da nicht mehr sicher. Ich weiß es nicht mehr. Ich werde wahrscheinlich doch alt. Ah ja, wenn es so sein sollte, dann habt ihr das eben nochmal gesehen. Dann verzeihe ich, aber ich denke, ich werde noch eine andere Strecke finden. Weil wir haben ja noch ein bisschen Luft. Weil hier vorne ist dann wirklich Ende. Dann gehen wir nochmal auf die Karte. Und dann fliegen wir nochmal rum. Und zwar hier. Hier ist jetzt Ende. Jetzt kann man hier nur hier oben langfahren. Und den Bereich, den haben wir uns schon, glaube ich, ein, zwei Mal angeguckt. Da war doch so ein besonderer Trailer hier gewesen. Genau, jetzt gehen wir auf die Karte. Wir sind in diesem Bereich. Ja, und wenn man manchmal so ein bisschen guckt, erkennt man manchmal hier so eine kleinen Punkte. Ja, vorhin hatte ich nochmal so einen Punkt gesehen von so einer kleinen Straße. Ja, so einen kleinen roten Punkt. Ich habe ja hier diesen Detective-Modus hier an. Hier muss ich alles noch ein bisschen abfahren, dass ich dann irgendwann mal wieder bei 100% bin. Ne? Können ja mal auf die Karte gucken. Was haben wir denn? Slowakei, 100%. Naja, siehst du, Spanien. Okay. Dann haben wir. Gut, Slowakei, die gehören ja schon. Tschechien, Slowakei. Naja, ist gut, alles klar. Ach, das war wieder. Also ist in Bulgarien noch dieser kleine Zippel hier. Dieser kleine Bereich hier. Da sind wir ja gerade lang gefahren. Der wird nicht genommen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal. Nee, falsch. Gehen wir doch einfach mal in den Flugmodus und schauen uns mal an, ob wir hier noch ein bisschen was sehen. Ja? Zwar würde ich jetzt hier an den Bergen vorbeigehen, na, dann ploppen sie so ein bisschen weg. Einfach mal so schauen, hier hinten lang. Nee, da will er nicht. Aber das sind die Grenzen. Das ist das hier. Und dann gucken wir. Zwar hier ist doch was. Hier muss doch was sein. Aha. Da geht's nach Sofia. Dann müssten wir eigentlich in diese Richtung fahren. Sofia, Sofia, Sofia. Ich stelle jetzt mal den LKW mal hier hin. Da geht's eigentlich nicht lang. Wir sind in diesem Bereich. Ich glaube, hier sind wir schon mal lang. Wir müssten versuchen mal. Wir sind das letzte Mal von hier unten hier lang gefahren und dann hier hoch und waren dann ganz kurz hier noch im Kosovo. Entweder schauen wir mal, dass wir jetzt noch weiter in den Norden gehen. Das machen wir jetzt einfach mal. Wenn ich jetzt wüsste, wo das jetzt ist. Aha, hier so. Und fliegen jetzt einfach mal die Strecke so ein bisschen lang. Das ist der Bereich. Das ist jetzt das Holzwerk, das haben wir ja gerade gesehen. Den erstmal die schnelle nichts. Ah. Ein bisschen schneller. Ah. Was ist denn hier? Das sind nur Deko-Sachen. Und das ist irgendwie eine kleine Stadt. Aha. Okay. Was wird das hier für eine Stadt sein? Kann man hier langfahren? Wir gucken mal gleich auf die Schilder. Ach, das sind ja hier diese Häuschen, die haben wir, ich glaube, schon mal auf Bildern gesehen. Auch hier dieses, ups, Hochhaus. Hochhaus. Wo sind wir denn eigentlich jetzt hier? Ja, sagt mir nichts.
Wir könnten jetzt geradeaus weiterfahren. Machen wir jetzt einfach mal. Aha. Okay. Hier ist auf jeden Fall ein Friedhof. Ja, scheint ein Friedhof zu sein. Jetzt gucken wir mal auf die Bilder hier. Wo geht's denn hier? Ah, da ist die Straße unterbrochen und die Eisenbahn fährt. Ah, schade. Ich wäre gerne so ein Bahnübergang. Ah, das habe ich ja auch schon irgendwie mal ganz grob mal betrachtet. Ui. Was ist das hier? Aha. Ach, glaube ich, sind ja hier so orthodoxisch, ne? Oder wie das heißt. Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Oh, hier fehlt so ein bisschen Gras an den Straßen. Ah, Belgro. Da geht es irgendwie nach Belgrad. Also, es ist auf jeden Fall noch nicht frei. Belgrad, da können wir leider noch nicht hinfahren. Das wäre definitiv mal so ein. Ja, das wird sicherlich ein Highlight sein, ne? Die Stadt. Da wird es bestimmt einige schöne Sachen zu sehen sein. Ach, hier ist dieser große Güterbahnhof. Ja. Der sagt mir was. Und ich knalle irgendwo überall gegen. Ja, außenfahren ist halt nicht so einfach. Gut, dann würde ich sagen, wir sind ja immer noch hier. Gehen wir nochmal in den Flight-Modus und versuchen hier noch ein bisschen nach oben zu gehen. Vielleicht sehen wir hier hinten noch was. Aber ich gehe davon aus, dass wir im Großteil alles schon gesehen haben. Ja, ich denke schon, dass wir alles gesehen haben. Jetzt einfach mal in der Höhe weiter und flieg mal ein bisschen schneller. Bis wir vielleicht irgendwas sehen. Nee, ich sehe nichts. Gehen wir mal zurück zum LKW. Ah, der piept ein bisschen. Naja, ist nicht so schlimm. Ups, jetzt war ich zu schnell. Naja, was weiß ich. Wir werden bestimmt hier irgendwo sein. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Ja, wir haben schon viel gesehen. Ich glaube, hier den kleinen Bereich hatten wir auch schon mal gesehen. Ich würde eigentlich am liebsten nochmal hier schauen. Oder haben wir eigentlich schon mal Griechenland? Nee, Griechenland, da wird da gar nichts sein. Ich denke mal, das wird der letzte Ausweg sein. Ja, ich würde meinen, der LKW, der hat wirklich, ups, der hat seine besten Zeiten schon erlebt jetzt. Das ist wirklich. Ach, wir waren zu hoch. Ah, das ist zu hoch, ist nicht gut. Jetzt fliegen wir einfach mal so, schauen. Für irgendwas trotzdem noch sehen. Ah, hier. Ah, jetzt sind wir hier unten. Ich weiß, wo wir sind. Wir sind jetzt in Mazedonien. In Nordmazedonien. Und ich habe jetzt irgendwo mitten in Mazedonien was gefunden. Wo bin ich jetzt hier? Ich glaube, ich bin jetzt in Mazedonien. Ja, natürlich. Da war ich auf jeden Fall nicht. Ah, jetzt wird's ja interessant hier. Wir haben hier einen Bahnübergang, den ich nicht befahren kann. Hier haben wir ein Werk. Die Straße wird nicht weitergehen, genau. Aber wir haben hier das Autobahnkreuz. Aha. Hier ist das große Werk. Das glaube, kenne ich auch schon. Und jetzt sind wir hier. Gibt es da hinten noch was? Aha. Ich würde jetzt einfach mal den LKW hier hinsetzen. Mal sehen, ob er hier stehen bleibt. Manchmal fährt er dann durch die Map. Wo sind wir jetzt? Ah, hier am Grenz von Kosovo. Ich hoffe, das ist es da in Kosovo. Bin mir da nicht sicher. Hier sind nämlich überall Häuser. Wenn hier Dekohäuser sind, dann ist hier. Ja, dann ist hier was. Oh, gucken wir mal. Hier hinten.
Ja, mehr ist hier nicht erstmal zu sehen. Ja, ich würde aber schon sagen, dass wir sehr, sehr viel schon von der Karte betrachten konnten. Und ja, irgendwann wird dann wahrscheinlich dann auch Ende sein. Die Anschlussstellen sind alle am Start. Wir stehen irgendwo in der Prärie. Trotz alledem würde ich sagen, ich hoffe, wir haben erstmal einen Einblick genossen. Und ich denke auch, dass wir im Großteil gesehen haben, was es in der 1485 gibt. Lasst ein Däumchen da und nicht verpassen. Ich bin morgen wieder live am Start. 20:30 Uhr fahren wir schön gemütlich und ich denke, ein Großteil der Leute hat schon Wunsch-LKW oder aber auch Ideen in den Chat geschrieben, wo die Reise starten soll und wo wir dann vielleicht eventuell enden. Mit diesen Worten würde ich mich verabschieden. Wenn ich schaffe, kommt heute noch ein Video. Wenn nicht, ja, dann ist das so, ne? Aber ich sag einfach mal gute Nacht. Ach, gute Nacht, ist ja früh morgens, wenn ich das Video rausbringe am Samstag um 10 Uhr. Ne? Ja, naja, gut, alles klar. Ich wünsche euch was, ihr seid die Besten. Wir freuen uns alle auf das. Jetzt hier.